Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Unboxing Time. Und zwar hat eine weitere Retro-Konsole bei mir ein neues Zuhause gefunden, und zwar der Sega Mega Drive Flashback von der Firma AT Games oder AT Games. Ich weiß nicht so ganz, wie sie ausgesprochen werden. Das Besondere an dieser Konsole ist, dass ich original Sega Mega Drive Spiele da reinstecken kann und spielen kann. Und zudem sind natürlich auch wieder weitere Spiele vorinstalliert. Und ja, was soll ich sagen? Ich finde, die Konsole sieht schick aus, dem Original gut nachempfunden, auch wenn natürlich links unten ein paar Knöpfe fehlen von damals, die aber heute unwichtig sind. Dazu gibt es zwei Wireless-Controller, die sehr gut in der Hand liegen und auch keine Spielverzögerung irgendwie zurückgeben. Hier habe ich mal ein Bild von einem Sega Mega Drive Controller mit Kabel, den ihr dort auch anschließen könnt, und einem Sega Saturn Controller, damit man mal so die Größenunterschiede sieht. Ist die Konsole in Betrieb, hat sie ein schickes rotes Leuchten vorne, sieht ein wenig aus wie Knight Rider, finde ich. Und das Menü ist dasselbe wie bei jeder Konsole von AT Games oder AT Games. Eigentlich recht übersichtlich, recht sparsam vom Design, aber vollkommen ausreichend. Natürlich die Original-Covers von den jeweiligen Spielen, wie sie früher aussahen. Es gibt alles Mögliche drauf. Sega Games im Allgemeinen, Sonic Games und so Bonus Games. Ich glaube, das sind neuere Spiele, die irgendwie entwickelt wurden, aber da habe ich noch keine getestet. Vor jedem Spiel gibt es, wie von AT Games, AT Games, wie auch immer, gewohnt, eine kurze Einleitung. Hier habe ich mal Sonic Chaos angemacht, mein Lieblings-Sonic, welches ich hier auch auf diesem Kanal schon gespielt habe. Und zwar ist es die Game Gear-Fassung, die drauf ist. Und spielt man ein Game Gear-Spiel, hat man so einen Game Gear-Rahmen. Ist ganz schick gemacht, muss ich sagen. Aber natürlich gibt es auch, wie ihr hier sehen könnt, ganz normale Sega Mega Drive-Spiele, die auch ein Vollbild haben. Und die Auflösung ist hervorragend bei beiden Arten von Spielen. Wenn man das Spiel beenden möchte, kann man entweder so quitten oder ein Save-Game-Slot erstellen, was einen ermöglicht, später weiterzuspielen. Und beim Start des Spiels fragt er dann, wie ihr hier sehen könnt, ein neues Spiel oder vom letzten Speicherpunkt starten. Und der Controller hat auch eine Rückspulfunktion. Also man kann 6 Sekunden zurückspulen. So, mein Fazit für alle Sega Mega Drive-Liebhaber oder Retro-Liebhaber: eine klare Kaufempfehlung. Ja, Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, euer MyGamingWorld81.